Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und ich wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute schauen wir uns ein Achievement an, das wir finden unter Weltereignisse, dann Sonnenwendfest. Und dort haben wir den Erfolg Flammenwächter der Dracheninseln. Und dafür müssen wir insgesamt 6 Flammen ehren. Und diese Flammen sind in den Dragonflight-Gebieten. Einmal haben wir an der Küste des Erwachens, zu blaues Gebirge, verbotene Insel, Taralek-Höhlen, Taldrassus und Ebene von Unhara ein Feuer. Diese werden wir jetzt abklappern. Ich zeige euch, wo die sind. Und ja, falls ihr euch jetzt fragt, okay, die sind bei mir nicht da, das Ganze könnt ihr natürlich nur während des Sonnenwendfests machen. Und aktuell im Jahr 2023 ist es vom 21. bis, schauen wir mal, hier Sonnenwendfest endet. Das ist der 5.7. dann. Genau, da endet das. Ist jedes Jahr etwa im selben Zeitraum. Kann aber sein, dass es 1-2 Tage hin und her sich wechselt. Dementsprechend einfach ein paar Länder gucken, wann ihr das habt. Und nur in dem Zeitraum während des Sonnenwendfests könnt ihr das Ganze machen. Gut, dann schauen wir uns die erste Flamme an. Wir befinden uns hier in Taldrassus und dann einmal hier in Waldracken. Dort auf den Koordinaten 53, 61 haben wir die erste Flamme. Da quatschen wir jetzt mit dem Typen, können die bei der Flamme hinten abgeben und kriegen 15 Brandblüten. Diese Brandblüten könnt ihr in den Hauptstädten bei den Händlern vom Sonnenwendfest übrigens dann eintauschen gegen verschiedenste Collectibles. Unter anderem gibt es in diesem Jahr auch ein neues Toy für 500 Marken. Heißt, wer das haben will, kann das hier gleich schon mal nutzen und diese Dinger mitnehmen. Dann sind wir am zweiten Spot und zwar jetzt hier einmal im Azurblauen Gebirge. Diesmal hier ganz unten im Tusker-Lager auf den Koordinaten 12, 47. Und da haben wir wieder dasselbe. Pandanendame anquatschen, mit dem Feuer interagieren und dann können wir das Ganze schon abgeben. Dann sind wir am nächsten Spot und zwar jetzt in der Ebene von Onara. Und dort sind wir jetzt hier beim Marukai-Lager. Das ist auf den Koordinaten 63, 35. Und dort sprechen wir hier mit dieser Taurendame. Und dann geben wir das Ganze wieder ab. Ich zeige es jetzt mal hier ein bisschen hinten. Also hier haben wir solche Typen, die so ein bisschen was kanalisieren auf diesen Topf, würde ich sagen. Und direkt quasi dahinter steht der NPC. Nochmal hier auf der Map. Also da haben wir den. Dann sind wir ein Stückchen weiter geflogen. Und zwar jetzt in die Küste des Erwachens und zwar sind wir jetzt beim Drachenschuppen-Basislager hier unten auf den Koordinaten 46, 82 und da können wir dann das nächste Feuer einmal ehren, so mit dem Ork quatschen und wieder an das Feuer ran. Ja gut, wir sind jetzt mit den 4 Gebieten oben fertig. Jetzt bin ich einmal runtergeflogen in die Taralek-Höhlen und dort sind wir jetzt in Loam auf den Koordinaten 55, 55. Und hier haben wir dementsprechend direkt den NPC, eine Zwergendame. Da machen wir auch wieder anquatschen und abgeben. So, dann sind wir beim letzten NPC. Und zwar befinden wir uns jetzt auf der verbotenen Insel auf den Koordinaten 35, 60. Und hier haben wir in dem Lager einmal diesen Tauren. Den quatschen wir auch noch an. Eben das Ganze ab. Und tada, dann haben wir da unser Achievement einmal eingetütet. Mehr war es jetzt tatsächlich nicht. Einfach nur die paar Typen abklappern. Und wie gesagt, denkt dran, falls ihr euch auch noch Collectibles kaufen wollt, habt ihr jetzt gleich ein paar von den Marken, um euch dementsprechend zum Beispiel das neue Toy zu kaufen oder auch viele alte Sachen. Das war es soweit mit dem kleinen Achievement Guide. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao.